Achso, benutzen. Haben wir hier noch irgendwas gehabt? Ja, höchstens die Fenster, aber sonst. Die Fenster? Hier ist. Da wird nichts sein. Dr. Jones Büro. Du hattest drinnen noch ein Fenster gehabt. Erinnere dich, im Gang. Oh, oben. Wir müssen erstmal ganz echt, ja? Dahin zurück nach Blaubeuren. War das Blaubeuren? Da können wir ja nicht hin, Kloschau. Kloschau heißt das nicht Penner? Das kann ich dir nicht sagen. Sankt Kloschau. Benutze Schlüssel. Cool. Schön, dass er gleich hinrennt. Und er öffnet aber nur das Auto natürlich. Öffne Auto. Was? Ich kann das nicht benutzen? Öffne, öffne. Ach, Öffner geht dann nur. Hier geht's aber nicht, ne? Ach ja, okay. Nimm Funktelefon. Von mir kommen wir wahrscheinlich dann. Es tut mir leid. Da klickst du einmal und dann ist die Funktion weg. So. Telefon, okay. Benutze. Ja. Aber. Oder auch nicht. Nicht? Nee, irgendwie nicht. Sprech mit Telefon. Schaue an Telefon. Also, du benutzt das Auto, ja? Das kannst du aber nicht benutzen. Ein handelsübliches D2-Handy. Okay, wo haben wir jetzt das Ding? Öffne Handy. Na, können wir das jetzt vielleicht nur in dem Raum machen? Warum auch immer? Da war doch irgendein Zettel, rufe unbedingt den an und so weiter. Ja, aber den haben wir doch eingesteckt, oder? Na, war das nicht einer der Notizen? Dringend anrufen, doch. Ja, wir hatten noch eine andere Telefonnummer von Barbara. Ach, die 0815 47 11 oder irgendwie sowas. Ja. Aber woanders, ne? Oh, sie hängt vielleicht auch noch. Was hatte ich mit drauf? Blatt, ne? Dort so. Steht. Aber das hatten wir ja. Wieso können wir es trotzdem nicht benutzen? Erstmal aufladen, ne? Ja. Geht. Sprich nicht. Mit Tee. Brauchen wir irgendwas Zusätzliches? Noch eine Information, vielleicht vom. Ich denke mal, nach Rom müssen wir. Warum auch immer wir jetzt nach Rom sollen. Das wurde ja eigentlich nicht genannt, der Ort. Magst du? Yep. Es zieht sich halt hin, ne? Es zieht sich wirklich hin. Also das mit dem Texten ist natürlich echt ein bisschen blöd, aber. Die konnte ich wirklich nicht mehr, okay. Muss doch wirklich erstmal helfen. Was machen wir jetzt in Rom? Derselbe Vorlesungssaal? Hallo! Oh, ein schwarzer Drache steht im Hafenboot. Aber nur wenn er einen grünen Schal trägt. Ist das Geheimsprache? Okay, Mr. Pharmatox. Schlechte Neuigkeiten aus dem Institut. Heute hat jemand hier im Institut herumgeschnüffelt. Und nach Herrn Scheifele gefragt. Er hat auch nach dem Bruder von Dr. Demeso in Rom gefragt. Okay, Prof. Tropofeld, gute Arbeit. Halten Sie weiter die Augen offen. Wir kümmern uns um diesen Schnüffler. Oh. Ich vergesse immer zu klicken, es tut mir leid. Yes. Es ist einfach so, so ein Nervenauftrag. Venedig, ach nee, Rom. Ich finde es fast schon spannend. Weg in die Stadt. Ich finde, das Schlimme an Adventures ist, jedenfalls bei mir, ist es so, wenn man ewig nach einer Lösung sucht und du klickst und klickst und da geht halt so der Fluss verloren, das ist manchmal dann. Schaue, räume, gut. Bene, Schrauböffner an. Schrauböffner brauchst du? Ja, praktisch, werde mal meinen Onkel fragen, ob er mir so einen mitbringt. Wieso nimm kann ich einfach. Ihn nicht nehmen? Ich kann ihn nicht nehmen. Naja. Das wäre vielleicht auch Diebstahl. Mein Stuhl quietscht. Das wäre vielleicht Diebstahl. Na gut, aus dem Institut darf er ja anscheinend das mitnehmen, ne? Ah, eine schöne. Schau an. Wie ist er jetzt mit dem Taxi hingefahren, ne? Benutzt. Ah nein, das machst du nicht.
Rede über Englisch. Hat er gar kein Geld. Ja, guck mal wieder auf die Karte. Ah. Schau an. Schild. Bauarbeiten. Dort steht, das Kolosseum wurde 72 bis 70 nach Christus erbaut. Oh. Achso, ach so. Geröll. Antike Steinbrocken, mindestens 2000 Jahre alt. Die liegen da einfach rum. Schau an. Da reingehen? Ja. Ich gehe jetzt da rein. Ja, also benutzen können wir anscheinend nichts. Oder können wir nur in Rom das benutzen, das Handy? Ne, macht eigentlich keinen Sinn. Warum soll man woanders denn Handy? Aber irgendwann muss man es ja benutzen können. Das war der Becher. Das ist doch höchst verzwickt. Schlüssel. Kann man nichts benutzen? Nicht mal Brieftasche? Hm. Ah ja. Sieht gefährlich aus. Zwei große schwere Holzkisten, hinter denen man eine Leiche verstecken könnte. Versteck. Ja. Versteck, schau an. Nutze Versteck. Öffne Versteckkache. Nee, ich will es mir anschauen. Das geht ja nicht. Achso, das geht nicht. Na gut, warum soll man sich ein Versteck anschauen? Irgendwie sieht das aus wie ein Kopf, finde ich. Das stimmt. Nee, das ist sicherlich irgendwie. Nee. Schaue an Kette. Ob die Kette wohl etwas mit dem Gitter zu tun hat? Schlaues Börchen. Bürschchen. Hier kann ich gar nicht durch. Gibt's da überhaupt soll ich die jetzt ziehen? Oder ziehen gibt es gar nicht benutzen. Ah. Oder soll ich erst. Da wird bestimmt doch jetzt irgendwas passieren. Guck mal, eine Animation. Weg nach draußen. Toll. Warum ich das jetzt gemacht habe? Wahrscheinlich komme ich dann nachher auf der anderen Seite nicht mehr da durch. Von der anderen Seite. Vielleicht bleibt dann auch was hängen oder sowas. Wer weiß. Man kann hier schon den zweiten Pfeiler angucken. War da, achso, nee, das war der Eingang. Gewölbe. Links kommt man nicht lang, ne? Nee. Was sollen wir dann hier? Irgendwas benutzen wahrscheinlich. Hm. Becher. Nee. Hat er jetzt irgendwas gemacht? Er hat sich nur gedreht. Das sieht aus. Das ist schwachsinnig. Scheiße. Hier runter kannst du nicht gehen. Ne, hat irgendwie einen Weg weiter. Irgendwie. Achso, ich dachte. Gleich. Okay. Hier gibt es auch nichts. Es gibt nichts zu sehen. Na, da wird ja sicherlich irgendwas denn sein. Ne? Ja. Wahrscheinlich taucht dort plötzlich Herr Tropofeld auf. Ich finde es ein bisschen komisch mit dem Versteck. Haben wir nicht irgendwas um Versteck? Wir gehen jetzt mal durch. Wenn wir es aufkriegen. Ah. Sehr gut. Okay, passiert aber nichts. Ich glaube, es ging nicht. Okay. Kommen wir nicht durch, ne? Es zieht sich sehr. Also nichts mit dem Versteck? Ne? Ich meine, da steht Versteck und kannst nichts machen. Das ja, ist ich doch glaube, okay. Ich muss es dann benutzen, sobald irgendwie jemand... So einfach geht das. Aber es nützt mir ja offenbar jetzt nichts, sondern später. Ach, das ist sicherlich... Weiß ich nicht, dass du da irgendwie in deinen festhältst, oder? Aber warum? Weiß ich nicht. Ja. Man zieht dann die Kette oder so? Okay, ich hol's hier wieder ab. Was haben wir jetzt in Rom erreicht? Ja, frage ich mich jetzt gerade auch. Oder zu Geht suchen. Zu Salvatore. Da Salvatore. Geht nicht rein. Achso. Nee. Also
Also ohne benutzen? Also. Leider nicht. Ja. Was bleibt einem anderes übrig? Von einem Taxi. Da ist er mit dem Auto und da ist er mit dem Taxi. Sehr mysteriös. Ja, vielleicht ist er zum Flughafen nur gefahren. Obwohl eigentlich. Und dann geflogen. Ja, das stimmt, ja, das kann sein. So. Hörsagen nochmal. Keiner mehr da. Oh. Pult ist nichts, ne? Benutzt. Immer noch nicht. DMSU, daran arbeitet mein Onkel. Genau. Irgendwas? Nee. Also Handy kann man jetzt auch immer noch nicht benutzen, ne? Zufälligerweise. Da stellst du aber eine Frage. Na gut. Vielleicht auch nur im Arbeitszimmer. Also Büro hat mal. Deine vorherige Äußerung, komisch, dass hier kein Telefon ist, könnte vielleicht ein Omen gewesen sein. Benutze. Nein, okay. Computer kannst du auch wirklich nicht benutzen, ne? Oder Fenster? Warum benutze man das auch sollte? Wir haben leider auch keine Diskette bei uns. Da guckt er aus der Wäsche. Da ist ein Telefon. Da vorne. Ach so, das aber ist ein Telefon. Das ist eh nicht benutzbar. Toll, jetzt haben wir ein Telefon und es soll dringend jemand angerufen werden. Warum? Ja. Vielleicht kann ich ja endlich diesen Regen schon nehmen. Nee. Ach Mann. Na, ich ja, finde, es zieht sich sehr. Ja, finde ich auch. Aber wenigstens haben wir das Spielprinzip halt schon ein bisschen. Es ist halt schon entscheidend. Sie hier irgendwie nochmal belangt. Ja, das ist stimmt. Entschuldigen Sie. Guten Tag, Sie wünschen. ich suche. Ach ja. Ich suche. Ja. Ja. Professor H.P. Tropofeld. Ein Buch von Herrn Tropofeld. Ja. Wissen Sie denn nicht? Oh Mann. Herr Tropofeld hat mir ein Buch geschrieben. Ich kann ja nicht vergessen, dass ich. Er hat mich belogen. Hat gar kein Buch. Kannst du das Buch anschauen? Achso, kannst du hier nochmal die Klapp. Guten Tag. Womit kann ich Ihnen helfen? Ah. Was sagen Ihnen die Namen Maria und Salvatore? Also von dem anderen haben wir ja nichts Maria erfahren. Maria Salvatore, das sagt mir nichts. Na toll. Ah ja. Ah ja. Ach, das merken wir uns. Demeso, okay. Also ein Herr Demeso gibt's ja auch, ne? Oder hatte ich das jetzt falsch? Nein, ich glaube, es gab nur eine Frau, aber ich kann mich irre. Also Killer und so kann man jetzt nicht nehmen, ne? Diesen komischen Stresskiller da. Mit dem Smiley oder was ist das? Nimm. Schaubuch? Benutze. Nein, okay. Benutze, was anderes? Ist ja ein Trial and Error Spiel. And Error. Ja. Was soll ich damit? Das brauche ich erst später. Okay, jetzt haben wir Infos und können vielleicht doch anrufen. Oder auch nicht. Ja, wen soll man eigentlich an? Ja. Oder wir haben doch jetzt den Namen? Na, okay. Ich dachte. Wahrscheinlich. Doch, die Demeso, die sollten wir anrufen. Ja, ja. Die war das, ne? So Maria Demeso. Ja, hier ist nichts. Ich hol mal Cola. Willst du noch was anderes trinken? Eine Cola, bitte. Das könnten wir auch mal probieren. Ich habe da drüben meine Tasse übrigens. Ja. Wollen wir kurz anhalten, oder? Nö. Ach nee, okay. Obwohl, könnte man eigentlich machen. Na, können wir auch lassen. Okay. Ah, ich gucke mir noch mal die Pflanze an. Ja.
schön. Marienkäfer kannst du leider nicht. Welche Tasse ist das? Die links? Die links, ja. Okay. Das riecht nach Corona. Willst du Cola, oder? Du wolltest ja eigentlich Cola. Ach, dieser Stuhl, er macht mich wahnsinnig. Er tötet mich. Hm. So, benutze... mir irgendwie auch gerade aufgefallen, dass ich mich räusper. Etwas heiser. So, ja. Gut. Schau Whatever. Whatever. Oh, eine Malta-Tasse.